Hey People, Sonntag 18 Uhr, euer Girl ist wieder am Start. Ja. Und heute mit einem ganz besonderen Video, mit einer ganz besonderen Reihe, wo ich dachte, okay, eigentlich ist sie vorbei, aber irgendwie gab es doch noch ein paar Marken, die mich gereizt haben und das solltet ihr auch mitbekommen haben. In der Vergangenheit habe ich ja schon zu ganz vielen verschiedenen Marken etwas gemacht, ne? Schaut einfach in der Playlist vorbei. Und mit dabei habe ich natürlich mein Rechercheteam. Dafür natürlich einen ganz herzlichen Applaus. Das mit Pflanzi raff ich gar nicht, finde ich auch null lustig. Ich habe mir heute eine ganz besondere Marke ausgesucht und zwar hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass ich dazu ein Video mache, weil ich das an sich ein bisschen irrelevant fand, persönlich. Aber mir haben doch einige Menschen auf Instagram geschrieben oder unter meinen Videos, haben gesagt, hey Saschka, mach doch mal was zu. Unfollowed. Und wie in jedem Video habe ich mir natürlich meine wundervolle Mama dazu ins Boot geholt. Hey guys, lange nicht gesehen. Die das Ganze dann bewerten wird. Sie ist, wie schon erwähnt, gelernte Schneiderin mit Auszeichnung und hat also Ahnung. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, aber wenn noch so ein Dödel wie Aaron um die Ecke kommt und mir verklickern will, dass es bei Kleidung verschiedene Meinungen gibt. 5 Bauarbeiter, 8 Meinungen. Dann raste ich aus. Denn bei Kleidung gibt es keine 2 Meinungen. Entweder ist die Qualität gut und sie ist dem Preis gerecht oder die Qualität ist scheiße und der Preis ist in den meisten Fällen nicht gerechtfertigt. Das gilt auch für große Marken, das gilt auch für Nike und das gilt auch vielleicht für eine Sony Loops, aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Und wer den Unterschied auch nicht erkennt zwischen Hate und Kritik, ja Leute, dann kann ich euch natürlich auch nicht weiterhelfen, dann habt ihr hier vielleicht nichts zu suchen. Ich glaube, dass die meisten gerafft haben, dass es mir nicht darum geht, Leute runterzumachen, sondern vielleicht auch mal die kleinen Mädchen zu schützen, die sich wirklich teure Kleidung bestellen und dann ganz traurig sind am Ende, dass das vielleicht nur 2 Monate gehalten hat. Raff ich gar nicht, finde ich auch null lustig. Und die Zuschauerschaft bleibt hier, guckt sich das Video an und freut sich einfach, dass Sonntag 18 Uhr ist. Yeah! Deswegen werde ich euch ein paar Hintergrundinfos liefern. Ich werde euch sagen, wie es zu der Marke gekommen ist, was die Gedanken von Sony sind. Ja, ich habe mir ganz, ganz viele Videos angeschaut. Und dann werde ich einige Ausschnitte von meiner Mama einblenden, wie sie die Klamotten bewertet. Und am Ende werde ich noch ein paar Schlusswörter sagen mit einer ganz dramatischen Musik. Nicht so dramatisch. Unfollow gibt es seit dem 1.11. Und die Erklärung hinter dem Namen ist, dass Sony predigt wohl schon länger, dass man... Ach, Entschuldigung, ich habe so viel gegessen heute. Sony predigt auf jeden Fall schon länger, dass man toxischen Leuten entfolgen soll, dass man auf die Meinung anderer scheißen soll. Scheißt auf die Hater, scheißt auf alle, zieht euch eure Unfollowed-Rüstung an und ja, macht euer Ding. Also es wird ja schon auf eine Art und Weise klar, dass man damit eher die jüngere Zuschauerschaft erreichen möchte, weil ich mich tatsächlich als erwachsene Frau mit Pflanzen im Hintergrund nicht mit diesem Spruch identifizieren kann. Also ich verstehe die Message. Es fühlt sich so an, als ob ich gerade 14 geworden bin. Ich hänge auf Tumblr und ich denke darüber nach, wie hart mein Schultag war und wie arg schwer der Englisch-Test war. Der Aufbau der Kollektion ist auch ja, ein cooler Gedanke dahinter. Und zwar gibt es ein Main-Teil, was im Fokus der Kollektion steht. Es gibt immer ein Ding, was ein bisschen teurer ist, sehr, sehr exklusiv ist und special. Und darum bauen wir dann eine Kollektion. Und die ganzen Teile entspringen anscheinend Sonnys Kopf. Alles entspringt wirklich meinem Kopf. Oder all dem, was sie gesehen hat bei anderen. Aufgeteilt wurde das Ganze in 3 Drops. Es gab den 1., 2., 3. Ja, Leute, ihr wisst, was 3 heißt. Aber wir haben ihn sozusagen in 3 Drops aufgeteilt, einfach weil das jetzt die Vorweihnachtszeit ist. Ich finde, diese Vorweihnachtszeit hat irgendwie sowas Besonderes, sowas Festliches. Mögliche andere Erklärung ist, weil einfach man diese Teile vor der Weihnachtszeit gut nutzen kann zum Verschenken und das wahrscheinlich auch eher den Verkauf ankurbelt. Aber es ist auch nur eine mögliche Theorie. Sie hat aber sehr viel Werbung gesteckt. Sie hat aber sehr viel Arbeit in die Werbung gesteckt. Also Videos zu den verschiedenen Kollektionen. Es gibt einen Instagram-Channel. Es hat eine coole Aufmache. Es wurde sich also Mühe gegeben beim Schneiden. Die Models wurden gut gewählt, es hat alles so ein bisschen Berlin, Drogen, Heroin-Vibe, so alle sind high. Zumindest aus meinem Empfinden. Also es ist so sehr Berlin-lastig, so Berlin-Hipster-Opfer. Aber was nicht heißt, dass ich die Werbung schlecht finde, ne? Ich schätze das sehr, wenn da sehr viel Werbung... Mann, wenn da sehr viel Arbeit steckt hinter der Werbung. Warum ich hier Bilder von About You zeige, ist, weil es an sich eine eigene Marke ist, die aber mit About You zusammenarbeitet. Und deswegen hat Sony auch ganz, ganz viele Kapazitäten. In den Etikett steht ja auch About You X Unfollowed. Was habe ich mir denn gekauft? Jacke, Shirtjacke, Jeans, nochmal eine Shirtjacke plus ein Rock, T-Shirt, eine Jogginghose. Aber diese Teile kommen jeweils nicht bei der Bewertung vor, weil...
war halt 0815 Zeug. Insgesamt habe ich über 600 Euro gezahlt, was schon eine Menge ist. Aber ich sag mal so, wenn die Qualität stimmt, dann ist trotzdem eine Menge. Aber wenn die Qualität stimmt, dann zahlt man ja auch gerne mal ein bisschen mehr für die Teile, weil die halten dann ja auch ein bisschen länger, da wir ja gerade beim Stichwort sind. Ich habe, wie gesagt, meine wundervolle Mama mit ins Video geholt. Ewig nicht mehr da gehabt, aber ich hoffe, dass ihr euch genauso freut. Komm, ich sag's sonst nie anders. Schreibt in die Kommentare, wir haben dich vermisst, Oksana Schulze. Guys, macht das als erstes, ne? Das Wichtigste ist, man guckt, wie viel vom wertvollen Faser in dem Produkt drin ist. Wertvolle Faser heißt im Sommer Leinen, Baumwolle, Viskose, Seide. Im Winter wollen. Umso mehr von dem wertvollen Stoff ist, umso hochwertiger ist das Produkt. Umso weniger, umso minderwertiger. Man muss irgendwo sparen. Ne? Anscheinend haben wir hier ordentlich gespart. Wir haben hier 57 Polyacryl, 20 Polyester, 18% Baumwolle. Was hat das eigentlich mit diesen ungeraden Zahlen auf sich? Ist das, kann das so sein oder ist das einfach nur so? Das hört sich für mich an, als wäre es ausgedacht. Kann man wollte mal so ein schlaues Gesicht machen. Die weiß ich nicht. Also die 5 sonstige Faser, das verstehe ich nicht. Weil sonstigen haben wir schon genug Polyacryl und Polyester. Was könnte noch sonstiger sein? Das ist schon sonstig genug. Ja, 18% Baumwolle, das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Ne? Bei Mischung von Kunstfaser ist eigentlich nicht verkehrt. Weil Naturfaser haben auch mal negative Eigenschaften. Zum Beispiel Baumwolle knittert sehr schnell und ist ja nicht so formstabil. Und dann, wenn es nass wird, dann trocknet er auch mal langsamer. Deswegen bei Mischung von Kunstfaser ist nicht verkehrt. Aber ja, die Dosis macht das Gift. Ne? Wenn man dann davon fast eigentlich 82% hat, dann ist das schon keine Beimischung, das ist schon mal Grundteil. Produktion angefragt nach so einem Stoff und wir hatten mega Glück. Also ich glaube, der dritte Stoff, den wir angefragt haben, war direkt dieser Stoff hier. Und wir waren so, oh mein Gott, das sieht so cool aus. Ich liebe auch die Farbe. Also fühlt sich richtig schön weich an und denkst du, wow, so schön kuschelig, so schön weich, oh schön. Das böse Erwachen kommt, wenn du nun weißt, was eigentlich Acryl oder Polyacryl eigentlich ist. Ne? Es speichert keine Wärme, transportiert keine Feuchtigkeit nach außen. Das heißt, unter dem Teil muffelst du sehr schnell. Ne? Voll praktisch, weil du kannst immer noch was Dickeres nur fest runterziehen. Ja. Ich meine, die ist schon mega dick, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Das lädt sich so statisch auf, dass du ständig mal am Schlagen und Knistern bist. Ne? Wir sind so, was ich nochmal auch mal als Tipp geben möchte vor dem Kauf. Also man nimmt ja einfach mal ein Teil und reibt einfach aufeinander, so mit leichtem Druck, so ein paar Sekunden. Und dann kannst du schon sehen, ob das Peeling schnell entsteht oder nicht. Da siehst du schon, dass die Fasern sich schon jetzt verfilzen. Guck dir das denn an. Die verfilzen jetzt schon. Hier, die Stahl. Und ich habe wirklich mal ein bisschen mit klitzekleinem Druck gerieben. Und das verfilzt sich jetzt. Das ist einfach der Nachteil von Acryl. Also wenn Acryl mit dabei ist, ist nicht schlimm. Nur wenn nicht viel ist. Das Wichtigste für mich ist einfach Materialvorsetzung. Materialzusammensetzung erklärt dir, warum eigentlich das Teil so teuer ist. Ne? Da kann ich das nicht erkennen. Weil da ist ja nichts Wertvolles, außer 18% Baumwolle. Und das war's dann. Ne? Wie viel Geld würdest du dafür ausgeben? Ich habe solche auch bei Kiki gesehen, also 15,99. Naja, okay, ich bin heute in guter Laune. Machen wir 25. Generell gab es sehr viele Unstimmigkeiten, zum Beispiel beim Etikett. Achso, was mir auch noch aufgefallen ist, erst im Wäscheetikett steht es, nicht waschen, nicht bügeln. Ja. Ja, wenn du weiterblätterst, dann wird deine Suche belohnt. Du kannst es waschen und du kannst es bügeln. Aber wenn Knötchenbildung beginnt und du unzufrieden bist, dann ist das mal so eine schöne Ausrede. Aber du darfst es eigentlich nicht waschen. Entweder waschen oder nicht waschen. Also Polyesterfaser kannst du waschen. 30 Grad kannst du waschen. Okay, nächstes. Was ich ganz spannend bei der blauen Jacke allgemein finde, ist, dass sie schon da war. Also, versteh mich nicht falsch, ne? Cooles Zeug und so. Aber wenn diese Ideen alle von ihr entstanden sind, ne, und ich habe wirklich vernünftig zugehört. Ich habe gehört, was sie gesagt hat. Einer meiner allergrößten Träume ever war eigentlich, Dinge zu designen, die ich selber gerne tragen würde oder Dinge zu kreieren, die es einfach vielleicht noch nicht gibt. Ja, die ich mir einfach anders vorstelle, als wie die, die es gibt. Und einfach meine Traumklamotten zu erstellen. Das Einzige, was sich hier wie ein roter Faden durch die Kollektion zieht, ist, dass es diese Sachen schon 1000 Mal 10 Jahre davor gegeben hat. Ich weiß, dass man das Rad nicht neu erfinden kann. Ich weiß. Aber warum denn noch eine Kollektion rausbringen, die eigentlich einfach nur genauso aussieht, als ob man die wirklich nur auf About You rausgebracht hat, wo man einfach nur unfollowed reingeklatscht hat.
Mehr nicht. Wir haben hier natürlich noch einen Cardigan, den dürfen wir nicht vergessen. Obsessed mit diesem Schnitt. Die Ärmel gehen hier unten so ein bisschen länger. Das ist aber auch alles super, super stretchy. Alles so bequem und cozy. Ja, wieder mal dieses Material zusammensetzen. Nylon. Was ist denn Nylon und wofür wird das genutzt? Nylon ist eine Kunstfaser und wird überwiegend in Outdoor-Sachen genutzt, weil die haben richtig tolle Eigenschaften, wasserabweisend. Der Cardigan fühlt sich so hochwertig an. Also ich liebe einfach dieses Stretch-Anteil, weil der saugt sich hier so ein bisschen an die Arme, aber macht es auch nicht eng. Aber dadurch ist es irgendwie so, man hat so das Gefühl, ah, it's good. Wenn du irgendwie Outdoor-Jacke daraus hast, dann ist das schön. Oder eine Einkaufstasche, weil die ist richtig formstabil und kann viel Gewicht tragen. Deswegen für die Sachen, das ist perfekt. Aber ich weiß nicht, warum das mal in einem Cardigan so sein sollte. Steht denn da irgendwo, dass es wasserabweisend ist? Ja, auf Deutsch nicht, aber wir sind ja clever. Ich verstehe ja auch mal super Russisch und da steht auf Russisch, das ist wasserabweisende Material. Siehst du, so wie ich gesagt habe. Wasserabweisend. Also, wenn du ein Zelt suchst, dann bist du hier richtig. Der Cardigan fühlt sich so hochwertig an. Viskoseanteil, wenn der höher wäre, wäre schön. Viskose ist eine Kunstfaser, aber aus natürlichem Rohstoff, aus Buchenholz und Eukalyptus. Viskose ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und lässt sich super färben. Deswegen ist richtig schön diese angenehme hellblaue Farbe. Textur oder bei abstehenden Härchentextur ist das wirklich wieder mal dieser Trick mit aufeinanderlegen, kurz mit Druck reiben und gucken, ob der Pillen schon entsteht. Wenn der schon jetzt entsteht, dann die Finger davon lassen. Ne? Mhm. Hier entsteht so moderat, also musst du selber wissen, ob du das mal das Risiko eingehen möchtest. Gerne kommen wir zu den anderen Teilen. Ja, unter anderem die Shirtjacke und der Rock. Hahnentrittmuster. Also wir haben ein Hemd, von der Passform ist Oversize, was ja, Geschmackssache ist schön. Also jetzt ist er auch so in, deswegen ist gut. Der Verarbeitung von den Nähten, Verarbeitung von den Knopflöchern ist eigentlich soweit so gut. Hier kann man auch sehen, also was beim Muster wichtig ist, dass Muster auf den Übergängen und bei den Nähten aneinander schließt. Ne? Hier kann man sehen, das hat man sich viel Mühe gemacht. Das kann man sehen, dass es wirklich abgepasst ist, was eigentlich wichtig ist. Da kommen wir beim Rock zu den negativen Sachen. Bei dem Hemd hat man sich noch Mühe gegeben, da gab es noch Licht in der Fabrik. Ja, aber es ist wieder mal so zweideutig. Auf dem ersten Wäscheetikett kannst du mal sehen, du darfst es nicht waschen und nicht bügeln, was auf der dritten wieder mal zunichte gemacht wird. Ne? Da steht von links waschen und bügeln. Wenn das keine Wolle ist, dürfte ich doch mal waschen. Deswegen verstehe ich nicht. 35 bis 39 Euro hätte ich bezahlt. Also der Rock ist halt ziemlich süß, finde ich echt nicht schlecht. Der ist echt süß. Ja, der ist echt süß. Also so eine kleine Details hier mit dem diese abgenähte Kante, ja genau oben. Was mich stört, was ich bei dem Hemd eigentlich mal gelobt habe und hier sieht man, dass der Saum voll unsauber verläuft. Ne? Hier ist der schwarze Anteil etwas breiter, hier ist wieder mal läuft aus und hier wieder mal breiter. Und ich habe das auch angehabt, den hinteren Teil des Rockes ist circa 5 bis 7 mm länger als der vordere Teil. Ne? Da haben wir den weißen Anteil fast, diesen Hahnentritt fast komplett zu sehen und hier läuft es aus. Wenn ich irgendwo einen für meine Begriffe überhöhten Preis finde, dann suche ich irgendwie, wie kann man das begründen? Irgendwo muss doch mal was sein. Ne? Entweder ist extrem hochwertige Rohware sowie ja, Wolle, sehr wertige Materialien oder super Verarbeitung. Verarbeitung ist Katastrophe. Also was bei dem Oberhemd eigentlich ging, hier ist ja echt eine Katastrophe. Die Nähte sind unsauber, die Übergänge sind nicht anschließend, nicht schön. 27 Polyester, Acryl, wenig Viskose, 40% Baumwolle, wieder dasselbe. Nicht waschen, dann waschen. Ach, was ist jetzt? Also wenn ich so einen hochwertigen Rock verkaufe, da kann ich doch mal mich mal wenigstens eindeutig irgendwie mal dazu äußern. Das Muster läuft krumm und schief, als irgendwie in der Halle, wo das genäht wird, Licht ist ausgegangen. Und dann haben die dann irgendwie beim Kerzenschein zusammengefügt. War kurz vor Feierabend. Ja, hier kann man auch sehen bei der Tasche. Ne? Also hier ging es noch mit dem Muster zusammen.
stehen hier, ne? Naja, das ist auch nicht so. Also lala, na ging es noch, wenigstens auf einer Reihe. Aber hier sieht man schon, wo die Tasche mal ist, Eingriffstasche ist, ne? Dass man das Muster überhaupt nicht zusammenpasst. Das hochwertige Produkt sein sollte, da muss auch hochwertig verarbeitet werden. Dann habe ich noch eine Hose von Sunny bestellt. Diese Hose hat auch einen extrem hohen Preis, wo ich mir leider nicht so ganz erklären kann, warum. Aber ich habe ja natürlich meine Mama gefragt und Sunny hat diese Hose sehr, sehr gehypt. Leute, die mich in Real Life kennen, die wissen, ich habe letzten Frühling und so fast nur solche Hosen getragen. Ja, eben weil die ja so ein Mix aus locker und skinny sind. Ja, Bro, warum produzierst du die dann, wenn es sie schon gibt? Aber wie gesagt, lassen wir doch meine Mama hören, was sie sagt. 2% Elastan ist auch okay, also alles, was zwischen ist zwei... Elastan dafür zuständig, dass es... Elastan, ja genau, dass das etwas dehnbarer ist. Also es ist eigentlich 2% ist eigentlich vom Vorteil. Zwischen 2 und 5% bei Jeans, das ist eigentlich gut. Also ist immer noch super atmungsaktiv, du hast aber trotzdem Bewegungsfreiheit. Kann ich eigentlich nichts Negatives sagen. Die Nähte sind eigentlich gut verarbeitet. Das hat die Welt schon 1000 Mal gesehen. Ich glaube, in einem Video hat die auch gesagt, die hat den Frühling da selber getragen. Und dann ist die auf die super Idee gekommen, das selber zu entwerfen. Das war schon entworfen, ne? Ist das eine Hose, die so viel wert ist? Was kostet die? Sie liegt bei 75. Ja, nein. Und jetzt kommen wir zum Highlight der Kollektion, die ja eigentlich darauf aufgebaut ist. Und zwar diese College-Jacke, College-Bomberjacke, irgendwas in die Richtung. Durch Abadieu und die Produktionsagentur, mit der ich zusammenarbeite, hatte ich super viel Zugriff auf verschiedenste Produktionsstellen. Wir haben uns wirklich die rausgesucht, die einfach das schönste Kunstleder hergestellt hat. Mit Reißverschluss. Und jetzt habe ich mich einfach für einen Druckknopf entschieden, der aber hier drin versteckt ist, dass man den nicht hier drin hier sieht. Genau, so sieht das von der Seite aus. Also das war nicht schlecht. Das fand ich eigentlich gut. Also von der Haptik her fasse ich richtig schön an. Was heißt Haptik? Haptik, das ist das, was du anfassen tust. Ne? Da kannst du dir schon mal gleich mal ein Bild machen. Ist das angenehm? Ist das mal so hart oder rau oder sonstiges? Nur hier in dem Fall ist es angenehm, sauber verarbeitet. Futter ist auch mal sauber verarbeitet. Es ist reine Polyester, aber das ist jetzt Outdoor-Jacke, deswegen eigentlich, das ist okay. Ne? Outdoor-Polyester, wasserabweisend, ist okay. Farbe ist auch neutral und das ist Unisex, sowohl für Mann, für Frau. Ne? Ich will ja keine Werbung machen. Ne? Mhm. Es ist eigentlich von dem... Nee, sag einfach, deine Meinung gut ist. Finde ich eigentlich gut. Nur der Preis, was kostet die? Ich glaube, es liegt irgendwie bei 120 oder 130. Weiß ich nicht, womit man das erklärt. Weißt du, wenn das Leder wäre, was eigentlich nicht sein muss, weil das ist echt mal Kunstleder und vom Anfassen ist gut. Aber Leder ist hochwertiger im Preis, deswegen könnte ich mal den Preis erklären. Ne? Aber naja, ich weiß es nicht, da kostet bestimmt der Name mehr. Aber der Name ist doch auch nichts, ne? Oder ist er? Ne? Ah. Wie viel würdest du denn für die Jacke ausgeben? Ja, wenn ich so nach Zara und Co. mich orientieren würde. Also... Mit mal 3, also Gewinnmarge 69 Euro. Die Jacke produziert in China. In China ist es so, dass du da eine größere Stückzahl hast, während du in der Türkei eine geringere Stückzahl hast, die du produzieren kannst. Also du kannst da schon ab 150 Teilen produzieren, relativ günstig, nehme ich mal an. Und in China muss es schon eine größere Anzahl geben. Wahrscheinlich wurde hier gepokert, kann ich mir gut vorstellen, dass man gesagt hat, okay, von der Jacke werde ich mit Sicherheit viel, viel mehr verkaufen. Oder die Produktionsstätte in China ist super gut. Allgemein habe ich ein paar Schwierigkeiten mit der Sache. Und zwar allein der erste Job, es war halt alles sehr chillig gehalten. Und das so hoch zu hypen, fand ich jetzt ein bisschen overhyped, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Kreislogo, aber auch ganz viele andere, auch ASOS unter anderem. Ein weiteres Problem, was ich habe, ist, dass hier von einem roten Faden geredet wird. Jede Kollektion, die ich rausbringe, besteht aus einem Main-Teil und darum baut sich dann immer die Kollektion. Also jeder, der mich länger verfolgt, müsste eigentlich wissen, was das für ein Main-Teil ist. Aber ehrlich gesagt, erkenne ich den roten Faden nicht. Also wir haben hier einmal so Joggerkleidung, dann haben wir so Ausgehsachen und dann haben wir irgendwie Pastellsachen mit irgendeinem Cardigan und irgendwelchen babyblauen Sachen und gelb und hier und da. Also inwiefern passt das denn alles zur Jacke? Inwiefern passt ein blauer Cardigan zur Jacke? Ich finde das so süß, dass man sich so da hinsetzt und alles so hochhypt und sagt, ja, ich habe darauf geachtet und es war mir besonders wichtig, dass das und das und das ist. Aber wenn du das doch sagst, dann mach doch gute Kleidung. So lange anpassen lassen und so, bis es wirklich gut gesessen hat. Wenn man ein Video dreht und da vielleicht nicht direkt sieht, dass diese Sachen nicht ganz gut sitzen, von mir aus, aber wenn du dieses Video schneidest und du
währenddessen von einem Rock redest und dass du den extra so designt hast, dass er nicht hochrutscht, dass da nichts absteht, dass das eine tolle Qualität ist und dass da nichts rausguckt, aber der Rock gleichzeitig so aussieht, während so viel absteht und dieser Rock offensichtlich eine Nummer zu klein ist, dann kann ich dir doch auch nicht mehr helfen. Und für die Preise kann man sich ja wenigstens noch ein zweites Mal hinsetzen und das vernünftig abdrehen. Also sorry. Auch vielleicht Kritik an About You, ich weiß jetzt nicht genau, ob das an Sony liegt, aber was ist eine normale Passform, was ist eine normale Länge und was ist ein normaler Sitz? Also so wenig Liebe bei der Beschreibung, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, da ist auch gar keine Beschreibung von dem Model, wie groß das ist, was für eine Größe es trägt. Das ist ja gar nicht normal. Das ist ja Oversize. Es sind halt immer so Kleinigkeiten, auf die ich achte und andere anscheinend nicht. Aber bei einer Jacke, wo steht Futter 100% Polyetheran, sorry Mama, sorry, du bist besser, und 100% Polyester, also was insgesamt 200% ergibt, ja. Also mir ist schon bewusst, dass das eine Art Fehler ist und dass wahrscheinlich damit Futter und Oberschicht gemeint ist. Aber das sind eigentlich Fehler, die euch nicht unterlaufen sollten. Ihr seid ein professionelles Label, ihr solltet das besser hinkriegen und 200% gibt's nicht. Also, es sei denn, ihr gebt 200%, Leute. Yeah. Aber nicht bei einer Jacke. Wenn es darum geht, dass man 14-, 15-, 16-Jährigen Klamotten verkauft in so einer immens hohen Preiskategorie, das geht nicht. Bevor das hier noch kommt, dass man, ja, wegen der Stückzahl und bla und limitiert und es kostet ja viel mehr, wenn man weniger. Ja, Bro, nicht in der Türkei. Also, in der Türkei kannst du weniger bestellen, ne? Und da, also, nee, okay, wenn man das noch begründen will mit Nachhaltigkeit oder irgend so ein Gedöns, aber nicht bei der Qualität. Ne, wie gesagt, nicht alle Sachen sind schlecht, das haben wir ja gesagt. Hier und da gab es schon mal die schöne Sache und trotzdem den Preis nicht wert. Und ob die Welt wirklich noch eine Kollektion braucht, die von einer Influencerin als etwas Außergewöhnliches betitelt wird, obwohl es eigentlich sich nur in die anderen Kollektionen einreiht, die es schon vor zig Jahren gegeben hat und die es noch in 10 Jahren geben wird. Und wenn man schon so viel Geld für einen Basic-Artikel ausgibt, was schon zigmal da war, dann möchte man wirklich mal was für längere Zeit für sich behalten und mit Freude tragen. Und das kann man rechtfertigen, wie man möchte. Aber wenn du geile Sachen ankündigst, dann bring auch geile Sachen raus. Und es stört mich nicht, wenn man Klamotten rausbringt, die auch mehr kosten. Mach es doch. Aber hau dafür was Gutes raus. Dann zahle ich doch gerne dafür. Ihr müsst mir nicht in den Punkten zustimmen. Es ist meine Sache. Eure Meinung könnt ihr euch natürlich selber bilden, aber nicht in Sachen Qualität, denn da gibt es nicht unterschiedliche Meinungen. Entweder gut oder schlecht. Okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr sehen möchtet, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag. Es sind noch einige Sachen geplant. Gerne könnt ihr einschalten für euer Lieblingsgirl mit Mama. Vielleicht. Und Pflanzi. Oh yeah. Ciao.